Ja, und wieder bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal Sidequests, dieses Mal ein letztes Mal nochmal Sidequests. So, glaubst du, Rihanna ist noch in der Gaststätte? Lass es nein genau nachsehen. Hey, ich, du willst deine alte Lehrerin nicht treffen, was? Warte ruhig hier, wenn du möchtest. In Ordnung. Hallo? Ah, ihr seid es. Vielen Dank nochmal für das, was ihr gemacht habt. Passt schon. Eigentlich war es verdammt viel Arbeit. Ich habe versucht, höflich zu sein. Wir sind hier, um dich etwas zu fragen. Oh, ich hoffe euch gerne, wenn ich kann. Die Halskette, die wir für dich finden sollten, ist doch aus Immerlicht, richtig? Ja. Sag es doch, dass dein Vater das Erz selbst gefunden und daraus die Kette geschmiedet hat. Weißt du, woher er das Erz hatte? In seinem Tagebuch habe ich vor kurzem gelesen, dass es aus einem Berg in Vestesia stammt. Mount Temsa? Ja, ich glaube, so hieß er. Er schrieb, dass er zum Berg ging, nachdem er eine Nachricht in einem Kritia-Dorf in der Nähe verbracht hatte. Eine Nachricht? Eine Nacht wahrscheinlich. Weißt du, wann das war? Vor der Hochzeit meiner Eltern, also vor über 20 Jahren. Vor 20 Jahren? Das ist lang her. Keine Garantie, ob es dort noch immer Licht vorhanden ist, oder nicht? Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Das reicht schon, danke. Hey, habt ihr was herausgefunden? Sie sagt, es war vor 20 Jahren auf Mount Temsa. Vor 20 Jahren, was? Was war? Das Gebiet war seit dem großen Krieg immer Ödland. Felsen sind Felsen. Kriege haben keine große Wirkung auf Gestein. Judy, bist du nicht dort geboren? Hast du je von Immerlicht gehört? Ich war noch sehr jung, als ich dort lebte. Ich habe nie jemanden über Immerlicht reden hören. Na gut. Wäre es nicht das Beste, wenn wir einfach hingehen und schauen, ob wir das Erz doch finden? Du hast recht. Lass uns zu Mount Temsa reisen. Okay. Was mir da einfällt, in Mount Temsa können wir auch noch ein paar neue Sachen finden. Da wir ja jetzt auch die Steine kaputt machen, die da teilweise im Weg stehen. Dann ab dahin. Ich meine, wir müssen dafür eh fast nach ganz oben. Von daher müssen wir eh nochmal überall hin. Was aktuell einfach nicht mehr Tag werden möchte. So, das schmeiße ich auch schon mal rein. Denn hier sind auch eine Menge Gegner. Zwar jetzt noch nicht, aber da kommen noch eine Menge Gegner. Und ein Gigantomonster. Die habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade keine Lust, mit dir zu kämpfen. War ich nur an dir vorbei. Das klappt sogar. Hier war schon mal nichts. Ist nicht der Pterobronk eigentlich, der auch später in Xillia vorkommt? Kann gut sein. So, wo war denn da jetzt noch was? Hier auch nicht. Du stehst wunderbar im Weg. Dann müssen wir dich erstmal aus dem Weg räumen. Ja. Ja, ja. Dem machen wir schon ein bisschen mehr Schaden. Lass aber ruhig noch einen Angel Ring machen, um die alle gleichzeitig rauszunehmen. So zum Beispiel. Next. Oh komm. Machen wir unser Oberlimit wieder hoch. Da! Da können wir was kaputt machen. Für einen Goldhelm. Joa. Die Leute hier laufen immer noch rum. Denken sich dumm, die dumm. Haben wir gegen so ein Ding schon mal gekämpft? Ich glaube, da ist mir gerade mein heiliges Licht ausgegangen. So. Weißt du, wenn 1000 Gegner auf einem Haufen sind, ne? Pff, das sah witzig aus. Wechseln wir mal ein bisschen das Team durch. So. Du darfst wieder mal rein und du darfst auch mal rein. Hier hätte ich auch schon vorher dran kommen, sehe ich gerade. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Habe ich gegen dich schon mal gekämpft? Du siehst so seltsam aus. Nein. Haben wir noch nicht. Erstmal die Maristella verwendet. Die Maristella. Der Raptor.
Okay. Gibt es die Gegner vielleicht nur nachts oder so? Hm? So, dann... Wieder einen Trank und weiter geht's. Wollte eigentlich nur den Gegner einmal angucken. So, hier... Noch einmal runter. Ist echt noch einiges, was hier versteckt ist. Heiligen Ring. Oh jo. Und weiter oben glaube ich auch noch mehr. Na, du lässt mich wahrscheinlich auch nicht durch. Nein. Sowas finde ich dann wiederum etwas doof. Wenn die Gegner wirklich so gut im Weg stehen, dass du nicht vorbeikommst, was auch immer du machst. Aber ja, du bist Peri halt. So. Einfach zerschmettert. So. Einfach kein Omelette hinbekomme. Bin zu schlecht. Komm ich aber, an dir komme ich vorbei. Ja. So, hier ist nichts weiter. War hier noch was? Nein. Ich glaube, da war so eine Truhe, aber die haben wir schon gefunden. So, hier oben haben wir auch nichts. Aber ich meine, hier rechts müsste gleich... Links und rechts, glaube ich, was sein. Wo wir damals nicht dran kamen. Oder doch nicht? Aber zumindest links. Wenigstens das habe ich richtig im Kopf gehabt. So. Die Lady auf Hochtouren. Na guck mal, da können wir da endlich mal hier was auswechseln. Jetzt haben wir Julie hinten drauf. Sowieso noch alle finden einmal. Gibt ja natürlich auch jeden einzelnen Charakter als... Ja. Accessoire für Repeat. Zack. Und... Eine Kamille. Jo. Das Immerlicht müssen wir nebenbei auch noch irgendwo hier finden. Und weg. Oh, nice. Schatz. Was wollte ich da jetzt sagen? Nicht Schatzkiste. Auch nicht Schatzraum. Da ist immer Licht. Glaube ich. Hey, was ist das rote Ding da drüben? Ist das? Das ist viel Verunreinigung, aber es ist definitiv immer Lichterz. Fantastisch. Jetzt muss ich nur noch Nobis erzählen, dann ist dieser Auftrag erledigt. Hey, sollten wir nicht ein wenig Erz mitbringen, wenn wir schon hier sind? Sicher, warum nicht? Dann lass uns mal graben. Raven, Grab. Wer sagt's denn? Der Brocken hat die richtige Größe. Jo. Hey, hört ihr auch etwas? Hallo, Pterobronk. Was ist das? Und, bekämpfen wir's? Keinesfalls, lass uns abhauen. Du hast ihn gehört. Okay. Das war irgendwie random. Wäre der aufgetaucht, wenn ich ihn noch nicht besiegt hätte? Wenn ich ihn besiegt hätte, so rum. Oh. So, dann... Raus hier. So. Dieses grüne Portal ist übrigens sehr praktisch, einfach direkt zum Ausgang geportet zu werden. Hey, are we really gonna take this with us? Of course! I mean, it's the job we were given. And you saw how much the client wanted this Everlight. Yeah, but why was that monster so interested in it? Baul should be able to outfly him, right, Judith? Of course, but that's not really the issue here, is it? No, I just wonder if it's really okay to carry off something that seems so important. Nobis trusted us to do this job for him. I want to take this back to him. I think it's the right thing to do. Well, if you put it like that... Maybe we should just ask the client what he'd like us to do. Yeah, let's do that. Okay. Warum wir deswegen angegriffen wurden. Hm. So, dann einmal nach Turm. Das war doppelt geladen.
Da bist du ja schon. Look, we brought you the Everlight. Oh, I never imagined you would deliver it to me directly. Thank you so very much. With this, we can finally revive our guild. Revive? Did something happen to your guild? No, it's nothing. Here, take this as a show of my gratitude. Der hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Now that I've acquired it, I mustn't waste even a single moment. You think he'll be all right? Must really be in a hurry if he's heading out of town on his own. That voice. I don't believe it. Damn, he sure is persistent. Nobis is in trouble. Let's go. Patty? Wollt schon sagen, willst du nicht mitkommen? The monster got away with the stone. Hey, are you okay? After all that searching, now I'll have to start over. This wound is terrible. Let's carry him to the inn. Well, he'll live, but he shouldn't be moved for quite some time. He's lucky you were here. What a stupid thing to do. I don't care what the reason. Anybody who steps outside a barrier alone is crazy. I figure this'll make him give up on the Everlight. He's lucky to get off with his life. I guess we shouldn't have brought the Everlight to him after all. I should have listened to you, Yuri. Hey, it's his own fault for charging out like that. You got nothing to worry about, Carol. Yuri... But we should decide what our guild will do if something like this happens again. We do need to try and define Brave Vesperia's rules as we gain more experience. Yeah. Hey, don't get all down on yourself. We just started as a guild. Yeah, we'll only get better from here on. Okay. Dann wieder zurück nach Dangrest. Zack. Ja, er hat gerade sein Immerlicht bekommen und dann wird er von Terobronk angegriffen, der dann meint, das meint's. Give it back to me. So. Dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das jetzt noch machen muss, dass ich hier nochmal im Pub mit dem Redorb oder ob wir das schon vor ein paar Parts gemacht haben und das zählt dann quasi schon dafür. Aber schauen wir mal. Ich würde sogar schon fast behaupten, dass es vielleicht sogar schon dafür gezählt hat. So. Oder doch nicht? Ha. So, die heldenmutige Pizzeria. Wait, what? Die heldenmutige Vesperia. Namen kann ich mir auch nie merken. Ja, wir suchen Arbeit. Da. Das kommt direkt von der Union. Das ist ein schwerer Job. Nicht unbedingt. Aber der Kunde ist nicht unbedingt mit der Arbeitsweise der Union und der Gilden vertraut. Ich möchte eine bestimmte Gilde kontaktieren. Mimula. Ja, das hat's gebracht. Ja. So, und welche ist die hier erwähnte Gilde? Ja, das ist keine Heiratsvermittlung zwischen Gilden und Kunden. So, wenn wir hier neuen Gilden helfen, die alleine... Achso, ja. Gut, hier kommt's hin, weil die ja die neuen Gilden helfen. So, sollen wir den annehmen? Was meinst du mit einer bestimmten Gilde? Das erfährt nur die Gilde, die den Auftrag annimmt. Immerhin 6000 Gold. Dann nehmen wir das. Jetzt schaffen wir das. Wo ist er denn? In Saphias. Du kennst diese Mimula doch nicht etwa, oder Yuri? Ne, Namen habe ich noch nie gehört. Repeat auch nicht. Vielleicht erst kürzlich zugereist. Schauen wir es ob. Dann einmal mit Baul nach Saphias. Wir sind Quest müssen so ständig hin und her laufen, von daher. So. Ich kann mich eigentlich an diese ganzen Gilden-Quests auch gar nicht mehr erinnern. Ich habe die wahrscheinlich irgendwann einmal gemacht und dann bei den Playthroughs einfach mal links liegen lassen. Weil... Ich weiß gar nicht, was man da so bekommt.
Ich glaube am Ende schon eigentlich gute Waffen und so. So. Und einmal runter. Unterstand klingt ganz gut. Random Ritter. Versteht ihr? Ich könnte hier potenziell noch mit LeBlanc reden und ich sehe ihn da vorne auch schon. Hi. Ha, ihr da, es ist Schicht im Schacht für... Oh, Moment. Wir sind gerade auf einer geheimen, also geheimer Mission unterwegs. Alecor, so Untersuchungen an antikaiserlicher Aktivitäten sind streng und vertraulich. Möchtest du den Jungs vielleicht noch einmal das Bedeutung des Wortes geheim vertraut machen? Narren. Tut mir leid, Sir. Womit habe ich das verdient? Wie ihr vielleicht seht, habe ich keine Zeit, um mit euch zu plaudern. Was geht hier ab? Sorgen die Extremisten wieder für Ärger? Ja, Sir! Captain Raven, Sir! Sie richten mehr Unheil an denn je. Also, uns wurde berichtet, dass sie in der Unterstadt herumgeschlichen sind. Na, dann werdet ihr das schon schaffen. Viel Glück. Ich hätte es mir niemals träumen lassen, von der Prinzessin und dem Captain persönlich gelobt zu werden. Danke für diese gnädige Güte. Extremisten, ja? Sind das die Typen, die Bomben legen, Leute verletzen und Panik in der Stadt verbreiten? Genau die. Ich habe eine Weile nichts von ihnen gehört, aber sie sind wohl wieder aktiv. Gibt es da wirklich so Leute, die so etwas tun? Ich verstehe ja, dass sie vom Reich nicht begeistert sind, aber sie dürfen nicht keine Unschuldigen mit hineinziehen. Im Gegensatz zu den Gilden sind die ein unorganisierter Haufen. Leute, die sich oft angegriffen fühlen, neigen dazu. Dadurch ist es schwer, sie ein für alle Mal auszuschalten. Naja, wir haben auch keine Ahnung. Sollen wir es nicht den Dritten überlassen? Stimmt wohl. Sie können auf uns zählen, Eure Hoheit, Sir. Ja, LeBlanc schafft das schon. Wir kümmern uns währenddessen um Imula, die hier in der Taverne sein sollte. Du da. Are you Mimula? That's right. And just who might you be? We're Brave Vesperia, the guild who took the job you posted with the Union. It's about time. I will, of course, dock your pay for all the waiting you've made me do. What? That's not fair! Is this indecent young lady part of your brave... whatever you call it as well? Do you have a problem with how I'm dressed? It's your reputation. Now, are you serious about taking the job? Well, what does it involve? I haven't seen my butler, Sebastian, since he left to negotiate with a certain guild. I'd like to get some word from him, but nobody seems willing to go for me. Have you considered going yourself? It would make a lovely day trip, I'm sure. This is no time for jokes. I have no interest in going any place that vile. Wo ist Charia? Und auch Gosh, glaube ich. Which is where we come in, right? Naturally, the commoners must heed the words of the nobility. So what's a high and mighty noble like you doing in the lower quarter? Well, I... you see... Oh, how rude! Why should you care? Der schlafende Hund ganz links ist aber auch super. And what guild are you talking about? They are called Leviathan's Claw. Leviathan's? You are to find out first if Sebastian is safe, and second, how the negotiations have gone. What was he supposed to negotiate? That is none of your concern. Yeah, it's not, but we don't need any extra hassle. So basically, you'd like us to bring this Sebastian back to you. That's right. If we're dealing with Leviathan's Claw, I guess we're off to the Manor of the Wicked. Just what kind of dangerous hobbies are you people into? Ugh, I thought I told you it was none of your business. You need only concern yourselves with the work I've hired you to do. Such emotion is unbecoming of your ladyship. I hear you, Rapide. Let's get going. Right. We accept this task in the name of the brightest star in the night sky. Brave Vesperia! What? Is that your little slogan? Please. We can't possibly understand the refined tastes of such an elegant lady, Carol. How dare you make fun of me? I won't stand for it. Also das ist so der Inbegriff eines nervigen Charakters. Mit allem drum und dran. Ja, doch. So richtig typisch hochnäsig adelig. Mit solchen würde ich auch nichts zu tun haben wollen. Na gut, dann auf zum Gutshaus der Verruchten. Und guck mal, was dann dort sein wird. Zack. Das Gutshaus.
Und das noch gleich direkt wieder ein heiliges Licht reinschmeißen, bevor mich hier die ganzen Red Eyes angreifen. Hey Jungs, seid doch die hellmutige Vesperia. Wie schön, dass du dich erinnerst. Der Boss ist nicht mehr da. Es gibt also keinen Grund für euch, hier weiter rumzuschnüffeln. War hier vor kurzem jemand namens Sebastian? Nie gehört. Moment, du weißt so gut wie ich, dass wir keine Ahnung haben, was wir mit dem Typen machen sollen. Dann ist er hier. Wir haben ihn hier unter Hausarrest gehalten, als Jäger noch bei uns war. Aber ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was er hier noch soll. Was redest du? Du sprichst mit Jägers Mördern. Jäger ist tot und weg. Wir müssen uns der Realität irgendwann ins Auge schauen. Aber wir haben noch eine Bedingung. Eine Bedingung? Wir möchten ein Bündnis mit einer Gilde namens der Seelenschmiede eingehen. Warum sollen wir einem Haufen von Waffenschmugglern helfen? Dann komm und versuch hier reinzukommen. Nur noch mal alle halblang, Leute. Nee. Wir brauchen Waffen, um uns gegen die Monster zu verteidigen, oder? Ohne Jäger haben wir keine andere Überlebenschance hier draußen. Die Seelenschmiede. Kennst du die Gilde? Klar doch, das ist eine der 5 Meistergilden. Sie sind auf das Schmieden spezialisiert. Aber im Gegensatz zu anderen Gilden bleiben sie lieber unter sich. Sie haben eine Schmiede tief in einem Berg gebaut und leben immer noch dort, versteckt vom Rest der Welt. Genau, wir brauchen jemanden, der sie für uns findet. Möchtest du, dass wir jeden Berg auf dem Planeten absuchen? Na klar. Ich glaube, der alte Raven hat da noch ein Ass im Ärmel. Ach komm. Hey, überlass es der Nummer 2 der Union. Das sieht nach einer Papa-weiß-es-am-besten-Situation aus. Sag bloß, du hast unseren ersten Kunden, Yu, bereits vergessen. Er könnte einiges wissen. Dieser Typ? Wie könnte diese Augen lügen? Also, wenn wir diese Seelenschmiede für euch auftreiben, dann lasst ihr den Butler frei? Genau, warum auch nicht? Okay. Dann... Dawngrist. Da finden wir den. So. Und der müsste jetzt, glaube ich, irgendwo auf der Brücke sein. Du da. Hallo. Ah, meine treue Liefergilde. Das ist jetzt etwas direkt, aber du gehörst der Gilde der Seelenschmiede an, oder? Seelenschmiede? Oh, ihr meint die Gilde der Schmiede? Nein, tut mir leid, mit denen habe ich nichts zu tun. Raven? Das Buch, das die Jungs für dich abgeliefert haben, das war kein normales Buch, stimmt's? Darin waren Gildencodes notiert. Ihr habt das Buch geschaut? Und Moment, du kannst Codes lesen? Mit Gildencodes haben Gilden früh miteinander geheim kommuniziert. Aha, gar nicht dumm. Und die Seelenschmiede sind die einzige Gilde, die sie immer noch verwendet. Waffengeschäfte mit Vorsicht, war immer das Motto unserer Gilde. Diejenigen, welche die besten Waffen herstellen, müssen immer neutral bleiben. Aber dann bist du einer aus der Schmiede? Was bedeutet, dass auch der Empfänger des Buches, Nobis, ein Mitglied ist? Mir scheint, das Spiel ist, wie sagt man, aus. Die Klaus Leviathan möchte sich mit euch unterhalten. Aha. Sabos hat nie viel von Jäger und seiner Unberechenbarkeit gehalten. Na dann. Aber ich habe gehört, Jäger ist tot. Vielleicht ändert das die Situation. Ich kann nicht schaden, sich mit ihnen zu treffen. Hey, das brauchen wir schriftlich. Wir möchten einen Beweis, dass wir einen Seelenschmied getroffen haben. Na, wenn es sein muss. Bitteschön. Bitte sehr. Diese Unterschrift steht für den Willen meiner Gilde. Zusammen mit dem Ruf unserer Gilde sollte das ausreichen. Oh ja. Gut, dann sollen wir zurück zum Gutshaus der Verruchten. Und wieder zurück. Also ich glaube... Alles an den Sidequests gehen wir nämlich nicht hin, aber wir sind dann gerade noch mitten in der 2. von 3. Also dürfen wir im nächsten Part auch nochmal ein bisschen Gildenquests machen. Aber vielleicht kriegen wir die wenigstens fertig. Los, schwing die Hufe! Ist das Sebastian? Wir haben Neuigkeiten von der Seelenschmiede. Also lass Sebastian frei, ja? Wie? Kenn ich dich? Wir haben einen Deal abgeschlossen, Bursche. Keine Ahnung, wovon du redest. Sie spielen mit uns. Aber wir haben versprochen, Sebastian freizulassen, wenn wir einen Kontakt mit zur Seelenschmiede herstellen. Ihr meint, der Typen, der hier bei mir war, in der Klaue des Leviathan gibt es nur eine Zukunft für solche Verlierer. Dann hast du... Okay, dieser Typ muss weg. Pass auf, was du sagst, Junge. Zeig mal, was du kannst. Weißt du, die wollen hier irgendwie so ein bisschen Frieden schaffen und sowas. Und dann sind natürlich die einzig vernünftig sind, die natürlich aussortiert werden. Dann halt nicht. So. Das war so easy. Ah ja, stimmt. Ich hab ganz vergessen, Waffen auszutauschen jetzt in letzter Zeit. Halte durch, wie geht's dir? Wer seid ihr? Wir sind Helden der mutigen Vesperia. Bist du Sebastian? Genau der, aber wie habt ihr... Deine Chefin hat uns beauftragt, dich zu holen. Meine Herren hat euch geschickt. Das ist ja ein Zufall. Ah, das stimmt, wartet hier einen Moment. Hier bin ich. Moment, was mit dem ganzen Gepäck? Und etwas, was ich fast vergessen hätte.
Das ist ein ziemlich großes Etwas. Ehrlich, stört euch nicht daran. Ich schuld euch Dank. Okay. Uff. Ja, ich will auch Ärger. Wir sind nicht verpflichtet, jede Verrücktheit mitzumachen, oder? Das frage ich mich auch. Das heißt, der Kunde hat immer recht, aber... Lass uns unsere Belohnung von unserer Lieblingsadligen kassieren. Ja. So, lass mich kurz nochmal schnell durchschauen. Du bist nämlich schon längst fertig. Du bist fertig. Du bist auch fertig. Jo. So, und zurück nach Saphias. Zur Unterstand. Unterstand? Fast Unterstadt. Und dann einmal wieder rüber zur Taverne. Die hier irgendwo sein sollte. Normalerweise. Außer sie sind umgezogen. Juri, pst. Dank dem bunten Haufen, den sie zu meiner Rettung ausgesandt haben, konnte ich mich mit guter Beute davonmachen. Gut gemacht, Sebastian, mein Lieber. Ich werde den kaiserlichen Narren eine Lektion erteilen. Keiner soll es wagen, auf meine Familie herabzusehen. Ihr müsst aber auch der Klaue des Leviathan Anerkennung zollen. Sie haben eine sehr hübsche Waffensammlung. Das sollte auch diesem reizbaren Extremisten gefallen. Mit uns an ihrer Seite wird ein neues Zeitalter für dieses Reich aufgehen. Und in diesem Zeitalter werde auch ich als Blume des Adels wieder erblühen. Das drecksverschmähte gemeine Volk wird gar nicht mitkriegen, was ihm gerade widerfahren ist. Sie wollen das Reich zu Fall bringen? Du hast mal gesagt, dass der Kaiser ist, der den Adelstand offiziell bestimmt, stimmt das? Das heißt, wenn sie das Reich stürzen, wird sie auch keine Adlige mehr sein. Vielleicht hat sie ein Auge auf den Thron geworfen. Und, was sollen wir dagegen machen? Wenn eine Gilde angeheuert wurde, ist sie darauf beschränkt, den Job zu erledigen und den Lohn zu kassieren. Aber sollen wir einfach so tun, als ob wir diesen von ihren Umsturzplänen gehört hätten? Keine Sorge, Prinzessin, diese Extremisten werden nicht viel Ärger machen. Mit viel Glück erzeugen sie ein wenig Panik und dann werden die Ritter sie fertig machen. Glaubst du das wirklich? Warum nicht einfach die Entlohnung kassieren und abhauen? Sind das die Worte des früheren Captains der Ritter? Hey, du redest hier mit einem streng und... Ein was für ein Ding? Utilitaristen. Und hier gehört das Wort. Naja, wir sollten keine Zeit verschwenden und uns sofort den Rittern mitteilen. Was denkst du, Chef? Ich weiß nicht. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, weil ich glaube, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Also ich kann jetzt, glaube ich, mit LeBlanc reden. Und dann irgendwie dann zu denen hin? Oder irgendwie so? Juri Laurel! Komm uns nicht T bei unserer Pflicht in die Quere. T. Könntest du besser nicht vom Wache halten ab. Haltet den Mund, ihr beiden. Fiddle A und Fiddle B sind immer für einen Lacher gut. Also, hast du was gesagt? Hab nichts Besseres zu tun, als hier herumzulungern und öffentliche Bedienstete zu belästigen. Das hast du falsch verstanden. Wir haben Unterstützer für die Extremisten gefunden und wollten das nur melden. Ja, was? Das ist von äußerster Wichtigkeit. Gehen wir, Edekor. Halt! Wo halten die Sympathisanten sich auf? Such die Straße neben der Gaststätte. Es ist aber wirklich wichtig. Auf geht's! Entschuldigt wegen vorhin. Vergiss es. Macht mich stolz, Ritter. Lass mich los! Ich bin adelig! Wie wagt ihr es, Ritter? Uff. Tja. So, did we do the right thing? Sure we did. Who knows what kind of mess they cause if we just left them alone. Gotta say, though, it goes against the guild code of conduct to tell secrets you find out when you're on a job. Really? You gotta keep quiet about any dirt you find out during a job for your client. Wow, old man, that's actually honorable. Guilds gotta turn a blind eye to stuff their clients do, no matter how bad. Besides, sticking your nose into the client's business isn't gonna earn you any extra dough. I guess you're right, but... Take the pay you got for this job, for example. I don't know about just doing the work, getting paid, and leaving it at that. Yeah, like last time. Right. We did exactly what the client asked, and look how badly that turned out. Which reminds me, have you figured out what this whole Brave Vesperia thing is for yet?
Is it for the money, because you like it? What? We... do justice, right? Yes. Brave Asperia does what its members feel is right. Even if that doesn't always make money like Raven was talking about. I mean, for now, we'll still do jobs that pay, of course. Huh. So that's what Brave Asperia does. Not sure how much that actually cleared up, but... You guys sure you're all right with that? Being in a guild isn't all fun and games, you know. We never expected it to be. And even if it was, that wouldn't change how we feel. Yeah, we'll do things our own way. Huh, listen to this kid. What? I think it sounds great. So that's where things stand, old man. Knowing you kids, you'll probably find a way to pull it off. Of course! Jo. Aber ich denke mal, auf jeden Fall kann man sagen, wir haben jetzt quasi jetzt beides gehabt. Wir haben einmal die Mission gehabt, wo wir genau das gemacht haben, was halt der Kunde wollte. Und dann wurde er vom Tyrobonk angegriffen. Und wir haben hier jetzt mal eher gemacht, was richtiger wirkt. Und ja, haben dafür halt jetzt die Kunden festgenommen. Aber dafür haben wir halt dem Reich geholfen eher. Ich glaube, man muss wirklich mal so für sich selbst rausfinden, was jetzt richtig ist und was falsch. Und ich glaube, das macht dann wahrscheinlich auch die Gilde im Endeffekt aus. Gerechtigkeit machen. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann noch den dritten Teil dieser Quest machen. Und dann... ja, können wir uns langsam der Story wieder widmen. Das war's erstmal von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.